Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 6. Staffel und der jetzt 115. Folge, immer noch am 15.09.24 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt's wieder mein herzliches Dankeschön und zwar geht's heute an Filz. Filz hat nämlich auf meinem Zweitkanal das öffentlich sichtbare Abo am 21.04.24 hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Numero 1419. Der Filz verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns zurück in einer, ich sag mal, fast Friedensphase. Und ich wollte hier in Zeonika gerade noch irgendwas machen. Ach ja, genau. In Zeonika. Wir sind zwar sehr weit vom Platz 1 entfernt, wodurch wir nicht dieses ein Ansehen pro Tag bekommen. Aber was wir bekommen ist, wenn wir gewinnen, ein Ansehensbonus. Und wir brauchen echt dringend Ansehen, um das Clan-Level anzuheben. Wir sind gerade mal bei der Hälfte der benötigten Ansehenspunkte, damit wir theoretisch nochmal einen Gefährten rufen können und theoretisch noch eine Werkstatt bauen können, unser Trupplimit erhöhen können und auch, glaube ich, unser Trupplimit sich erhöht, was hier aber gerade nicht steht. Beziehungsweise, was eigentlich viel wichtiger ist, ist ja noch die Mechanik unserer Optio, Decurio, Centurio und so weiter und so fort. Mit jedem Clan-Rang-Level höher, was wir haben, bekommen wir ja hier mehr Leute, die gültig werden. Ich habe zwar hier zum Beispiel 7 von 3, aber nur 3 sind gerade in der Funktion. Also nur 3 mal 15 ist gerade machbar. Wenn ich jetzt hier noch einen mehr hätte, könnte ich hier auch nochmal zusätzlich 15 mehr Leute haben. Oder auch hier 10 und so weiter und so fort, ne? Deswegen denke ich, ist es jetzt gar nicht mal so verkehrt, wenn ich mal seit langem wieder die Arena betrete. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, haben wir sogar den Perk auch drin, dass ich doppelt so viel Ansehen bekomme. Einpanzerung 70, Imperial, Prätorianer, okay, könnte sogar auch eine Aufwertung für unsere Ausrüstung sein. Wenn das Ding auch noch meisterlich wird. Hier, fang! Oh, wow. So weit dann den Markt noch nie geworfen, glaube ich. Okay, was heißt nie? Oh, wow! Was ist da los? Au! Du dreckige Schüft! Achso, warte. Waffe wechseln. Oder Waffenmodus wechseln. Das sah schmerzhaft aus. Sehr schön. Ich muss mal auf Abstand gehen, glaube ich. Oh, wart. Okay. Nein! Geht doch. Hinter dir! So. Trappe fertig. Und danach begeben wir uns mal rüber an die karthagische Front und werden einfach, um mehr Geld zu verdienen, ein bisschen plündern. Oh Gott, das wird da wieder nichts. Ach, die ist sogar anlegbar, okay. Dann lege ich die auch mal an. Vielleicht treffe ich ja sogar was. Wenn ich noch wortwörtlich die Kurve kriege. Oh, okay, immerhin 88 Schaden am Bein verursacht. Oh Gott, das Ding lenkt sich ein bisschen schwierig. Nein, da war der Speer zu kurz. Da hast du schon eine halbe Lanze und dann ist sie immer noch zu kurz. Scusi! Doppel-Scusi? Wie mir gerade mal auffällt, dass ich als Römer auf einmal Scusi sage, obwohl ich das sonst egal als wer sage. Wie passend ist das bitte? Oh, Mist. Oh, moin. Alles klar? 2 gegen 1? Sieht ja schon mal besser aus. Okay, habe fertig. Okay. Falls ihr euch fragt, wie das Aufbäumen geht, einfach stehen bleiben und Leertaste drücken. Wir kriegen noch ganz, ganz wenig Geld zu gewinnen. Meine. Ja. Ach, wir machen wieder ein Wurfduell, ja? Hier, fang! Wow. Doppel-Wow? Dreifach-Wow! Extraordinarius, One-Hit. Weil ich halt die Wange getroffen habe und nicht den Helm. Da ist wieder die Realistic Battle Mod entscheidend. Du hast ein Schild, das gefällt mir nicht. Mach das mal weg. Mach das mal weg, habe ich gesagt. Mach mal dein Schild weg. Danke. Das war nicht der Kopf. Das war auch nicht der Kopf. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Und bitteschön. What? Okay. So.
Hätte natürlich auch den machen können. Ah nee, das ist so ein Schulterding, kein Rückending. Okay. So, 9 Ansehen. 9 ganze Ansehen. Jetzt gucken wir mal, was aus den Beinschienen geworden ist. Sind nicht legendär geworden, schade. Arena? Auch nicht? Wir hatten die schon. Na gut, dann verkaufen wir die. So. Okay. Dann gehen wir mal hier entlang wieder unsere Besitztümer abklappern bezüglich Baubefehle. Machen wir zuerst in Morenia den Boxenstopp. Da ist ja auch was fertig geworden. Achso, halt! Ganz vergessen. Burg Usank? Was? Das Ding schnell. Stimmt für Quartius. Er bekommt zwar nicht, aber ich kann jetzt wenigstens meine Freundschaft zu ihm ausbauen. Ich mach mal lieber nur 20, bevor ich mir mit ihm verscherze. Ja. Weil je mehr Einflusspunkte ich draufgebe, desto mehr wird auch geschmälert. Aber natürlich auch, desto mehr wird verbessert. Also geschmälert bei den anderen Parteien, verbessert bei dem, wo wir hinwollen. Hier wollte ich noch gucken, wegen Projekte. Hier hatten wir ja fast alles außer Milizplatz. Stimmt. Und Milizplatz finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Weil je mehr Milizen, desto krasser wird der Treuewandel irgendwann. Und da sind wir schon bei, obwohl, wir sind bei minus 5. Okay. Wir machen zurzeit Nahrungsproduktion und Feuerstellenproduktion. Was sich hier schon deutlich bemerkbar macht. Wir haben schon 25 Stufen da drin. Wow. Das ist schon heftig. Ja, doch. Jetzt steht hier eigentlich plus 5 Feuerstellenproduktion, ne? Also hier, plus 5. Aber ich sehe davon hier nichts. Das ist wahrscheinlich Prozent, ne? Da fehlt bloß das Prozentzeichen, nehme ich mal an. Ja, nee, dann können wir das so lassen. Ja. Soll er mir weiter hier drauf gehen? Was war das hier nochmal? Plus 1000 Kornkammer dann in dem Fall. Kein Überfüllungseffekt. Das habe ich immer noch nicht verstanden mit diesem Überfüllungseffekt. Weil ich das hier nirgendwo als Manus bisher gesehen habe. Nö, dann lassen wir das so. Passt. Auf nach Morenia. Da gucken wir uns nochmal die Baufortschritte an. Ich versuche das jetzt auch zu beschleunigen, dass ich mich da jetzt nicht ewig in 3 Tage dran aufhalte. Garonto wird belagert, sehr schön. Von den Karthagern. Aber warte mal, wo war denn jetzt nochmal Usank? Hä? Achso, im Übrigen, wir haben mittlerweile 9300 Clanstärke. Das gesamte Reich hat 21.000 irgendwas. Wo ist denn Burg Usank? Ach ja, südlich von Sargot, stimmt. Ach, das gehörte den Karthagern? Interessant. Stimmt. Das gibt's ja auch noch, das Ding. Es wäre natürlich auch noch eine Überlegung wert gewesen. Rebellenfraktion, nördliches Imperium. Wollen sich abspalten. Wäre natürlich auch noch eine Überlegung gewesen, das westliche Imperium noch schnell zu schlucken mit Burg Onika und Burg Uristokoris. Aber auf der anderen Seite, ich brauche wirklich keine Burgen mehr. Also nicht noch mehr. Wie gesagt, Lageta ist bloß so ein bisschen Wellenbrecher. Boah, Falion. Ich befürchte so ein bisschen, dass ich am Ende, also wenn ich wirklich das nördliche Imperium komplett vernichten wollen würde, dass es am Ende dann heißt, komplett die ganze Karte einzunehmen. Kannst du mal bitte damit aufhören? Danke. So, nee, nicht Garnison. Obwohl, Garnison? Doch, Garnison! Hier habe ich noch gar nicht aufgeräumt, siehst du? Verrückt. Mach mal nach Typ sortieren, bitte. Danke. Ich dachte, ich hatte hier schon aufgeräumt.
So passt es erstmal, ne? Ja. Ihr habt auch wieder kein Prior übrig, ne? Nö. Na gut. Ich frage mich aber auch immer noch, wie die hier drin landen, ne? Die Spezialeinheiten. Die habe ich bestimmt nicht selbst hier reingelegt. Das muss KI sein, die hier reinlegt. Also halt die ganzen momentan Verbündeten. So, zwei Hanse zwei aufwerten. Okay. So, Burgverwaltung. Es liegt noch ein bisschen Geld drin. Es ist noch lange nicht alles ausgebaut. Oh je. Werkstätten sind mittlerweile auf Maximum. Gefangene kaum vorhanden. Machen wir bitte noch Gärten, weil die Nahrung sieht mir nicht so schön aus. Da kommt ja noch ein bisschen was. Im Anschluss nochmal die Kornkammer und danach die Mauern. Ja. So, dann mal schnell runter nach Vostrum. Hast du die Karte irgendwie gedreht? Nee. Oh, die haben schon aufs Maul bekommen hier. 42 schon. Nicht gut. So, Mahlzeit. Burgverwaltung, Stadtverwaltung. Ist ja eine Stadt, Robin. Roda hat keine Knete mehr hier. Oh, Roda muss aber auch noch ordentlich, wie ich gerade sehe. Ich lege jetzt mal 100.000 rein, ja. Forum ist in 7 Tagen durch. Werkstätten und Kornkammer sind schon auf Maximum. Dann bitte nochmal die Befestigung, ja. Tatsächlich. Und danach Belagerungswerkstätten. Aber schön, dass du hier schon mal ordentlich abgearbeitet hast. Das waren ja vorher 5 verschiedene Projekte, glaube ich. Hier hatte ich sogar mal ein bisschen auf Wohlstand gesetzt, sehe ich gerade. Stimmt. Sicherheit ist minimal ein Problem. Kriegst du aber durch die Garnison wieder. Ja, stimmt. Ja, es war jetzt mal kurzzeitig ein Problem, weil ich doch hier die 75 Mann abgezogen habe, aber aus Zeonika keine Ersatzgarnison geliefert habe. Das können wir jetzt mal nachholen. Jetzt ist ja hier gerade nicht mehr so gefährlich für unsere Truppen. Dann sage ich jetzt hier, Transfer Troops nach Vostrum. Oh, sieht das schön aus. Oh, herrlich. So, hier 25. Hier 25 und da 25. So. Sollte auch mit der Nahrung hinhauen. Ja. War eigentlich dumm, dass ich Aquädukt gebaut habe. Weil je höher der Wohlstand, desto höher ist der Nahrungsverbrauch. Aber desto höher sind auch die Steuern. Ja. Ach. Ja. Okay. Gut, passt erstmal. Auf nach Lavinia. Und in Onira werde ich dann noch die ganzen Nahrungsüberschüsse ablegen. Aber im Versteck. Dass ich die zur Not da mal rausnehmen kann. Und die Pferde, die ich auch im Überschuss habe. Was kriegst du? Was? Wieso? Oh. Was machen Strunz? So. Ihr macht das hier zusammen. Ich hoffe doch sehr, dass... Ach so, mit Milos zusammenarbeiten die jetzt. Okay. Da frage ich mich jetzt aber auch, ob ich jetzt zu Milos eine Verhältnisverbesserung bekomme nach der Schlacht, ne? Lasst mal gucken, Milos. Verhältnis von minus 20, ui. Gucken wir mal, ob da hier oben gleich was aufploppt, dass die ihm da helfen. Die greifen mich gerade zusammen, die Belagerer von Garonto an. Und dann, hier ist doch irgendwas gedreht. Ich habe das doch sonst immer so rumgehabt. Ja, so hatte ich es vorher immer. Hab mich schon gewundert. Okay, bin mal gespannt. So, hier ist noch ein kleiner Bonus drin. Festgelände. Ist auch notwendig tatsächlich. Hier geht's. Nahrung. Ah, Nahrung ist wieder so ein kleines Problemchen, ne? Aber wir haben hier eigentlich schon volle Garnison. Könnt ihr im Anschluss nochmal die Mauern ausbauen? Und ihr kriegt nochmal Geld von mir. So. In 3 Tagen ist nämlich das Festgelände durch. So. Okay, auf nach Onira. Dann gucken wir da nochmal kurz in Corenia und Odrisa nach. Dann Danustica und dann gehen wir plündern. Oder aber wir bekämpfen das westliche Imperium.
Wäre so eine Idee. Mit zwei Bogen. Was versprechen die sich davon? Die können ja nicht wissen, dass wir nicht helfen. Wir zählen ja trotzdem als Stärke dazu mit 21.000. Kann ich jetzt nur hoffen, dass meine Leute nicht angegriffen werden? Ja, doch. Garnisonsrekruter wurden angegriffen. So, hier fehlt noch ein bisschen Geld. Ah, guck mal, wie sich jetzt hier die Festungsstufenbaufortschritte verringern. 65 Tage reduziert. Vorher waren es fast 200, glaube ich. Ach, 65 Tage ist trotzdem ziemlich lang, muss ich gestehen. Nahrung sieht aber super aus, Garnison sieht super aus. Im Anschluss kann man hier nochmal die Belagerungswerkstätten ausbauen. Und dann noch ein Forum. Ja, so, dann Festung und Versteck. Ja, hier liegen nämlich auch schon ordentlich Pferde drin. So, hier gehen wir mal auf ein Minimum. So. Dann habe ich hier nämlich wieder ordentlich Platz jetzt für Sachen, die ich hole. Achso, und Zelter muss ich jetzt noch gucken, siehst du? Moment. Erstmal hier nochmal aufleveln. Ich habe nämlich einen Viehtrieb, ja, habe ich. Ich mache hier kurz einen Schnitt, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder, habe kurz meinen Rechner eingeschmissen. Eine kleine Excel-Tabelle, die mir das alles automatisiert. 569 Pferde, sagt er mir an. Sind das, was wir jetzt brauchen, ohne Malus zu haben. So, 569, kein Viehtrieb. 570, kein Viehtrieb. Hat man da immer noch mal so ein bisschen Kapazität nach oben? Kann das sein? Ah, jetzt fängt Viehtrieb an, siehst du? Okay. Jetzt ist es weg. 573. Okay, also. Mein Rechner, den ich immer mache. Pass auf. Ich gucke immer hier drauf. Ich tippe dann immer ein. 202 Infanterie, 50 Bogenschützen, 65 Reiter. Problem ist jetzt aber, zwei der Reiter sind gar keine Reiter. Das sind Thraker und Arine. Deswegen weicht das immer so ein bisschen ab. Aber gut, ich habe wenigstens jetzt so die ungefähre. Wir sind bei 4,8. Das ist eigentlich eine ganz gute Geschwindigkeit für größtenteils Infanterie. Gefällt mir. So, statt Verwaltung hatte ich schon geguckt, ne? Ja, hatte ich schon geguckt, okay. Gut, kurzer Abstecher nach Corina, Odrisa, dann Danustica und dann gehen wir Dörfer plündern. Das so lange, bis der Krieg zu Ende ist. Hauptsache, ich kriege hier mal wieder ordentlich Geld zurück. Sagte der jetzt ständig für Boost Geld reinlegt. Okay, bitte nochmal die Gärten ausbauen. Dauert aktuell 11 Tage. Bleibt auch bei 11 Tage, okay. Ja, weil wieder kaum Gefangene drin sind. Aber es ist doch noch nicht ein Jahr rum. Kammer ist auf Maximum, das gefällt. Belagerungswerkstätten könnte man noch machen, ist jetzt aber nicht unbedingt ein Muss. Festgelände finde ich schon eher ein Muss. Wir haben ja jetzt unseren neuen hier, den Wundarzt, der ist ja schon am Beschleunigen. 1,17 bringt er jetzt im Moment nur, der lernt aber mit der Zeit dazu. Und er kümmert sich wenigstens auch um die Dörfer, um ihre Aufträge, ne? Um Kyrenia und Metachia. Immerhin. Nee, Metachia gehört, doch, gehört zur Burg Kyrenia. Okay. Muss man ins Verlies gucken. Da gehen deutlich mehr raus als sonst. Richte dich ans Template. Darf nicht das Template ignorieren bei Gefangenen. Also eigentlich ist richtig eingestellt. Krass. Na gut, passt. Auf nach Odrisa. Achso, wir hatten ja auch einiges an Römer reingelegt. Und die rekrutiert der. Weil sie sich ans Template halten damit. Ja, okay. Das erklärt's jetzt vielleicht. Ostrom hat wieder ein paar Leute rekrutiert. Sehr schön. Nee, nicht Garnison. Burg. Kein Geld mehr drin. Mauern auf Maximum. Nahrung ist vorhanden. Garnison ist, glaube ich, auch schon vollständig. Garnison? Nee. Training, so. Ja. Nee, ist noch nicht vollständig. Da habe ich noch das alte Template drin. Aber ist auch okay so. Okay, das heißt, die brauchen Essen.
Warte, wie lange brauchst du gerade? 85 Tage für die Struktur. Okay, dann machen wir lieber 30 Tage für Gärten. Das verkürzen wir auf 13 Tage. Das ist voll in Ordnung. So. Ah, gut. Hm. Treue ist hier tatsächlich ein bisschen problematisch. Sicherheit auch. Okay, dann mach mal. So. Erst noch Danustica und dann endlich plündern. Werde ich mir noch einen Typen rekrutieren, stimmt. Am besten einen Reiter, wenn wir haben. Achso, warte mal, jetzt ist hier irgendwas passiert, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wegen ihm hier. Nee. Bringt kein Verhältniszuwachs. Schade. Obwohl das ja mein Clan ist, ne? Aber... Oh. Sie belagern Ortizia zurück. Das gefällt mir gar nicht. Wo sind meine Leute? Ah, hier. Ziehen sich zurück. Gut, 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 gut. Ah, Darkius hat wieder... Ah, nee, das sind Gefangene. Oh, oh, warte mal, wenn er so viele... Oh, die haben aber... Oh, das bringt gleich Zasta. Alles klar. Ja, ist halt das Doofe, ne? Wenn ich ihnen sage, defensiv, dann kümmern sie sich halt nicht nur um unsere Sachen. Dumnaya wird angegriffen. Ach, komm schon. Vom westlichen Imperium. Die kümmern sich halt nicht nur um unsere Sachen, sondern um alles, was dem Imperium gehört. Der Danustica-Statthalter. Oh, Belagerungsmaschinen schneller bauen, okay. Und Dumnaya hat Medizin geskillt. Trefferpunkte für Reittiere. Malus-Truppgeschwindigkeit durch Verwundete. Alternativ. Wirkt sich auch auf feindliche Verluste aus und erhöht damit die Zahl der Gefangenen. Nee, dann mach lieber das untere. Und dann hast du jetzt aber noch einen Fokuspunkt übrig. Den investieren wir mal hier rein, weil hier noch die Lernrate noch geringer ist. Der nächste Attributspunkt muss wieder eine Menschlichkeit. Das hat sie ja an einem Level. Vorausgesetzt, sie überlebt jetzt den Angriff, den sie abbekommt. Ich bin echt im Überlegen, ob ich das mal anders mache. Ne? Wenn ich jetzt sage neutral, kein Einfluss auf die Entscheidungen. Bei defensiv kümmern sie sich ja größtenteils darum, bei kürzere Distanzen zu verfolgen, aber halt auch zu verteidigen. Aber bei neutral heißt es nicht gleich, dass die sich raushalten. Ne? Das ist, glaube ich, eher das Problem. Ah, dabei hat Dumnaya gerade endlich mal wieder 100 Mann, ey. Und die hat einfach mal 8 Prätorianer Tiro. Ah, nee, das sind die Reiter. Alles gut, nee, nee. Ich dachte gerade, es ist der Prior. Achso, Verwaltung. Du brauchst definitiv wieder Kohle. So. Sicherheit ist im Plus. Treue ist minimal im Plus. Nahrung ist gut vorhanden. Belagerungswerkstätten wären jetzt, glaube ich, das, was wir brauchen. Ja. Danach kannst du dich wieder darum kümmern. Kornkammer ist auch schon Maximum, ne? Kornkammer, Kornkammer, Kornkammer. Wo ist er? Der ist er. Okay. Ich könnte es jetzt höchstens auch damit erhöhen. Brauche ich jetzt aber nicht. Gut. Dann endlich auf ans Wilde rumplündern. Dauert nur ein Weilchen, bis wir da sind, weil die Saka haben sich ja hier schon wieder sehr viel geschnappt. Die Saka gerade mit denen im Krieg? Ja, sind sie. Gut. What the? Okay, ich glaube, die Germanen sind so gut wie ausgelöscht. Sie werden gerade in Vanovapol und in Sibir von den Saka belagert. Dann haben sie nur noch Revil und ein paar Burgen. Uff. Okay. Und hier wird auch noch gekämpft. Die haben sich doch Hubia geschnappt. Würde ich doch wetten. Ist egal, ich gehe jetzt trotzdem plündern. Einfach nur fürs Geld. Ich habe vergessen, den einen Typen zu rekrutieren, wa? Dumnaya wird nochmal angegriffen. Wie oft denn jetzt noch? Ach, ich habe immer noch keinen Samt verkauft. Oh. Habt ihr einen Reiter für mich? Nee. Nochmal kurz dahin. Dann wäre ich da vielleicht noch den Samt los.
und Domnaya wurde gefangen genommen. Von einer Wache? Wow. Von der Wache von Ostika gefangen genommen. Gut, ist mir jetzt wurscht, ich verkaufe das jetzt hier. So, Truppen. Ist zwar ein Reiter, aber ein Sarker. Dann gib mir den hier, den kann ich zum Reiter machen. So, wir reiten erstmal da in die Richtung. Was? Ich habe einen Gefangenen, gut zu wissen. Jetzt bin ich aber doch wieder am Struggeln, wa? Ich könnte jetzt Onika angreifen. Als Burg für Zeonika. Und damit auch Domnaya befreien. Ja, kommt. Wir machen das. Und wir rufen unsere Leute dazu, damit die aufhören, sich immer angreifen zu lassen. Hatten wir nicht mal deutlich mehr? Also neben Domnaya? Habe ich noch jemanden verloren und weiß es nicht? Ich glaube ja. Das ist 4 von 8. Ist der Armee zugeordnet? Armee zugeordnet. Octavia hat's auch erwischt. Okay. Gut. Auf geht's Westliche. Ich wollte zwar eigentlich plündern, um einfach nur Kohle zu machen, aber das westliche Imperium vernichten ist auch ein Ziel. Irgendwie. Ah, okay. Karthago hat eine Stadt verloren. Tynops. Also, Ich hatte eigentlich gehofft, dass meine Leute einfach nur in der Lage sind zu überleben. Eigentlich gehofft, dass sie auch in der Lage sind, Geld zu verdienen. Ansehen zu verdienen. Ach. Okay, da will wohl jemand Balgard zurückholen. Kann ich vollkommen verstehen. Problem ist nur, sie verlieren gleichzeitig zwei andere Städte. Rebellen am Prela? Rebellen am... Achso, nee, das war immer Saka. Mist. Oh, vielleicht, weil ich da die Nahrung weggekauft habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte möglich sein. Hupsi. Habt ihr Bock? Will und jemand von euch? Frag nur für einen Freund. Du da. So, 120 Römer. Da haben wir Lysiker dabei und Wächter. Wächter mit hohem Rang tatsächlich, aber 94 Miles. Ich mach das selbst diesmal. Einfach weil es 100 Infanteristen sind und wir kennen unsere Kanaillen, Krixos und sakische Würfeln, die reiten da gerne mal rein, bauen Scheiße. Das wäre jetzt leider wieder eine Schlacht im Dunkeln, aber geht erstmal nicht anders. Wieso kann ich die jetzt... Achso, ja klar, doch, es lädt nach, okay. Ich wollte gerade sagen, ich kann sie nicht zuordnen, weil sie noch nicht da sind, aber doch, sie sind eigentlich da. Du bist immer noch zu Fuß, Krixos? Okay. Okay, 1 und 2. Einmal aufstellen. Ein bisschen weiter hinten. Die 3 in der losen Formation nach vorne als Plänkler. Die 4 und die 5 können zusammen eigentlich die rechte Flanke dominieren. Und dann wage ich mal zu bezweifeln, dass sie auf uns zukommen. Und irre mich dabei. Die wollen es wissen. Ist ja witzig. Niedlich, sag mal so. Nicht witzig, aber niedlich. Die 3. Eigentlich steht die da ganz gut. Dann holen wir die 1 und die 2 jetzt nach vorne. Breiter Linie. Möglichst breite Linie. Die kommt tatsächlich auf uns zu. Großteil unserer Bogenschützen steht ja auf einer erhöhten Position, also können sie über unsere Linie hinwegschießen. Was uns zu nahe kommt, kriegt eine Speersalve in die Sicht. Ah, unsere Ballistarios schießen schon, wo ich mich frage, wie die was sehen können.
Achso, wahrscheinlich schießen sie auf den, wa? Ja, okay. Wo läuft er denn hin? Es wäre noch schön, wenn ihr auch irgendwas treffen würdet, weil ich höre sehr viel Munition, die verschwendet wird. Schießen aber schon dahin. Ach, guck mal, da kommen sie ja schon. Ihr dürft mal euren Spaß mit dem einen Reiter da haben. Das klang viel verkehrter, als ich es wollte. Und ab 50 Meter... Warte mal, mach mal so, mach mal so. Ja, ich sag Hold Fire und sie werfen, natürlich. Ups, das war irgendwie... Ich Idiot. Das war halt der 4. Bis gleich. So, da bin ich wieder, nachdem ich versehentlich Alt F4 gedrückt habe, weil ich Alt gedrückt halte, um mir die Entfernung anzuzeigen und F4 drücken wollte, um noch meine Speersalve loszuschicken. Das Schöne ist, wir kriegen die Schlacht nochmal rekonstruiert. Wieder mit derselben Aufstellung. Scheißendreck. Ah. Gina ist aber diesmal tatsächlich näher gespawnt als vorher, witzigerweise. Diesmal sage ich gleich 1 und 2. Erstmal noch nichts schmeißen und ich lasse vorher die Alt-Taste los, bevor ich F4 drücke, damit sie wieder eine Salve schmeißen dürfen. Das war ziemlich dumm von mir. Ich warte dann so ungefähr auf 60 Meter, ne, 50 Meter, 50 Meter der Infanterie, also bis er auf 50 Meter ran ist und dann lasse ich die Hölle hoffentlich auf sie herabregnen. Ich hoffe nur, dass sie diesmal auch den Reiter da hinten erwischen. Die 5 darf nochmal ihren Spaß haben gehen. Man hört viele Einschläge in die Schilde hinten. Mit den normalen Bogenschützen. Es wäre mir aber lieber, wenn ihr mal auf den da ein bisschen was macht. Ach nee, wenn ich die jetzt... Schickt man die Kavallerienbus hinter die Bogenschützen. Hier nochmal zurück. Gleich sind die 50 Meter drin. Ich lass Alt los und drücke dann F4. Das waren die Falschen. Werft, ihr Idioten, werft! Habt ihr falschen Befehl gegeben? Ah, da sind viele Schilde kaputt gegangen. Au ja, au ja. So wollte ich es haben. So nicht anders. Okay, 1 und 2. Allgemeiner Charge. 4 und 5 ebenfalls. Ich würde sagen, lass mir was übrig, aber es ist ja kaum noch was da. Mach ich mal um die hinteren rein. Hast dein Schild fallen lassen? Ein Römer lässt niemals sein Schild fallen, wenn er überleben möchte. Aua. Ey, warte mal. Hey. Mach doch nicht diesen jetzt. Athletik-Skill! Hey, warte mal, der läuft da weg. Sehen die das von mir? Also irgendwie schon, ja. Ich hab noch ein bisschen was zum Schmeißen, ne? Nein! Noch ein bisschen was leveln. Problem ist halt nur, durch die Realistic Battle Mods sind die Schadensmodifikatoren so krass verringert teilweise. Und man levelt aber Waffenskills, also was heißt Waffenskills? Kampfskills, am meisten, indem man halt viel Schaden damit verursacht. Okay. Gut, war ein schnelles Ding. 3 Verluste nur insgesamt. Alles klar. Und nochmal Ansehen ihr bracht, immerhin. Das dauert noch ewig, bis wir da mal durch sind. Wir könnten jetzt theoretisch unsere 3 Verluste wieder auffrischen. Witzigerweise habe ich die nicht bei mir selbst. Dann schenke ich die Leute gleich meinen eigenen Leuten. Jo. Bist du denn für eine Gattung? Prätorianer-Tiro? Wo kommt die denn her? Da sie englisch ist, kann das nicht die verratene Legion sein? Normale Gladius, normale Pilar? Triarchen-Prätorianer für erste Kohorte.
Außergewöhnliche Rüstung. Mainzer Gladius ist schon das Beste tatsächlich, ja. Für die normalen Truppen. Gewichtete Pilar. Okay. Die kannte ich noch gar nicht. Nehme ich mal mit. Bin ich zwar selbst jetzt über Maximum, ja. Gefangene kann ich jetzt noch in Zionika ablegen für Baubeschleunigung. So. Das sind mächtig gewaltig viele Erfahrungspunkte, aber ich brauche auch eigentlich mächtig gewaltig viel. Geld. Ich nehme diesmal die Erfahrungspunkte mit ihm, weil es volles Limit ist hier. Wieder 16 Leute. So. Ich wollte ihn doch eigentlich zum Dingens machen, nicht Depp. Zum Reiter. Naja, nur ist zu spät. Ist okay. Ja, ich weiß, ich bin überm Soll. Wo sind meine Leute? Krixus? Warte, ich muss erstmal gucken, bevor ich mich jetzt hier verrenne, ne? Krixus hat noch Platz. Gut. Krixus, komm mal her. Truppen inspizieren. Du bekommst den, den ich nicht zuordnen kann, so richtig. Dann bekommst du noch ein bisschen Sagittarius. Machen wir mal ein kleineres Level, wa? Machen wir mal ein kleineres Level. So. Den noch, dann habe ich wieder 50 voll. Dann bin ich auch wieder auf meiner Sollstärke. Muss nochmal gehen. So. Kommt zu mir, meine Leute. Kommt zu mir. Wir sind vollzählig. Wir sind in der Überzahl. Wir gehen rein da. Aber liebe Leute, die Belagerung ist immer morgen, denn ich bin schon wieder in der Überlänge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!